Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zu unserem heutigen Programm. Direkt im Anschluss schalten wir jetzt um ins legendäre Blockbräu, direkt an den Hamburger Landungsbrücken. Zu einer neuen Ausgabe vom Hamburger Hafentalk mit Moderator Thorsten Lausch und interessanten, prominenten Gästen. Wir schalten nun um und wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Quatsch, den es gibt. Ja, meine Damen und Herren, die Ereignisse überschlagen sich, das kann man ja wirklich sagen. Die Bahn, die Demo und vieles andere bringt unser Leben durcheinander. Insofern freue ich mich, dass ihr alle den Weg heute gefunden habt, trotz teilweise widriger Umstände. Ich meine, das Wetter ist gut, Stimmung auch, wie ich merke. Und insofern können wir ja dann anfangen. Hochkarätig wollen wir beginnen und das machen wir auch. Herzlich willkommen Götz Otto und Charles Brauer. Es ist wie immer im Blockbräu freie Platzwahl, meine Herren. Wollt ihr hier oder da oder einer da, Götz Otto, genau, bitteschön. Ich bin ja froh, dass der Mann jetzt, guckt euch das ja, mal an. Ich bin Sitzzwerg, also wenn so, ich sitze, bin ich ganz klein. Ja, so geht es. Dienstags bei Murray. Was ist für Sie das Besondere an diesem Stück, das Sie sich ja, glaube ich, ausgesucht haben, zum 70-jährigen Bühnenjubiläum? Ja, die Idee ist vom Theater gekommen, eben weil ich vor 70 Jahren als erste Erwachsenenrolle 1954 am damaligen Jungen Theater, was das heutige Ernst-Deutsch-Theater ist, meine erste Erwachsenenrolle gespielt habe. Er hat es ja schon gesagt, ich bin ja ein Filmkind und Theaterkind. Seit meinem 11. Lebensjahr bin ich in diesem Beruf, wenn man so will. Und Isabella Schütter kam dann drauf, sagte, Mensch, das wäre doch schön, wenn du das sozusagen der Kreis sich schließt und du hier nach 70 Jahren wieder spielt. Ich spiele ja seit 2010 hier regelmäßig an dem Haus. Und dann haben sie dieses Stück vorgeschlagen und ich mochte das von Anfang an sehr gerne. Das ist basiert auf einem Buch, was ein Millionenseller in Amerika war oder ist oder immer noch ist. Jeder Amerikaner kennt es. Es ist Dienstags bei Murray. Und Murray ist ein Mann, den es wirklich gegeben hat. Murray Schwarz, ein Soziologieprofessor, der einen Lieblingsstudenten hatte und mit dem er Kontakt behalten wollte, der sich aber dann nie wieder gemeldet hat. Und es entwickelt sich dann eine Geschichte, dass er jeden Dienstag zu ihm kommt, bis zum Tod von diesem Mann. Das klingt sehr depressiv, ist es aber eigentlich nicht. Es ist eine sehr positive Geschichte, weil dieser Murray Schwarz ein ganz wunderbarer, toller Typ ist, den ich da spiele, der auf eine heitere Weise und sehr schlau und klug in den Tod geht. Der sagt einen Satz, wenn du lernst zu sterben, lernst du auch zu leben. Ja. Ist das so einfach? Ja, offenbar für ihn schon. Ich will mich da mal zurückhalten. Aber was mich betrifft, die Arbeit an dem Stück war besonders wunderbar, weil, ja, ich habe immer gesagt, das ist wie eine Zwiebel. Es entpuppte sich oder entschälte sich immer wieder ein Geheimnis in diesem merkwürdigen Zwei-Personen-Geschichte zwischen diesen beiden Menschen. Ich fand bei dieser Szene gleich zu Beginn, wo sie da tanzen, passieren zwei Sachen im Ernst-Deutsch-Theater. Das erste ist, das Publikum ist sofort eingenommen
für die Figur, die sie spielen. Ja. Und zum Zweiten finde ich, man ist sofort eingenommen für den Schauspieler, der dahinter steht, für Charles Brauer. Da passiert so eine Symbiose, das ist so schön. Und bei einem Stück, das sich mit Tod und Siechtum beschäftigt, das aber gar nicht tragisch ist oder depressiv. Tragisch ist es schon an der einen oder anderen Stelle, aber eben nicht depressiv, sondern auch hoffnungsvoll und durchaus heiter. Und ich meine, damit haben wir nicht gerechnet, dass es so funktionieren würde. Wir haben jetzt 6 Vorstellungen gespielt und es gibt in jeder Vorstellung Standing Ovations. Also hast du als Schauspieler auch nicht dauernd, ne? Und so. Standing Ovation, ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, wirklich, also, das kriegen wir hier auch noch hin im Laufe des Nachmittags. Wo wir jetzt schon relativ ausführlich von dem Stück gesprochen haben, wollen wir mal ein paar Ausschnitte gucken. Wir haben was da. Ach so? Ja, das könnten wir mittels modernster Technik mal abfahren. Du musst dem Leben hinterherrennen und es umarmen. Wenn du das machst, dann wird dich das Leben manchmal auch umarmen. Liebe ist die einzige rationale Handlung. Götz Otto ist da, meine Damen und Herren. Auch er steht auch heute Abend noch, wenn ich es richtig sehe, auf der Bühne im Winterhuder Fährhaus in dem beziehungsreichen Stück mit dem Titel Es ist nur eine Phase, Hase. Und da spielt dieser Mann, den ich als Paradeschurke in Erinnerung hatte von diesem besagten James-Bond-Film, spielt dort eine ganz andere Figur, nämlich einen 50-Jährigen, der in eine, wie kann man sagen, Altersdepression gerät, naja, Alterspubertät. Sein Chef will ihn in Altersteilzeit schicken und er fühlt sich ja nicht zu jung, um jetzt irgendwie seinen Beruf schon aufzugeben. Und das das stürzt ihn in eine Krise. Also es geht um Lebenskrisen in fortgeschrittenem Alter. Und es ist eine Komödie und es macht sehr viel Spaß, das zu spielen. Und es ist, das muss man sagen, ich glaube, es ist eine Uraufführung. Es ist eine Uraufführung, ja. Eine Welturaufführung sogar. Klingt toll, oder? Oder? Super. Wollen wir doch mal raushauen hier. Unter der Regie von Ute Willing, auch eine wunderbare Schauspielerin, die auch im Fernsehen sehr, sehr viel gemacht hat. Ihr seid dort ein Ensemble, ihr seid nicht 2 Personen, ihr seid, glaube ich, 7. Wir sind 5, ja. 5, aber ihr habt gespielt wie 8. Also, na, danke. Also 7. Wenn man so ein Stück spielt, ensuite, und ensuite heißt jeden Abend, wie hält man das frisch? Das ist das Tolle bei Bühnenarbeit, finde ich, dass jeder Abend auch anders ist und jeder, auch die Kollegen anders sind. Und das finde ich die große Qualität, für uns Schauspieler auf der Bühne zu sein und den Augenblick neu zu erfinden und den zu nehmen. Theater ist lebendig, Theater ist ein Work in Progress und das ist das Tolle dabei. Ihr kennt beide Seiten, Film, Fernsehen, Bühne, Film, Fernsehen, Bühne, aber es war Ihnen immer wichtig, auch den Kontakt zur Bühne nicht zu verlieren. Ja, das fiel mir aber leicht, das fiel mir sehr leicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du im Laufe deines Lebens eine Menge Regisseure kennst oder kennengelernt hast. Und die ja dann auch nicht immer an einem Ort sind und dadurch gerätst du dann in andere Städte. Also wenn Kontakte dann entstehen, dass du dann, ich habe ja seit 1983 arbeite ich ja nur noch frei. Also kein festes Ensemble, kein festes Engagement. Ich war 20 Jahre hier am Schauspielhaus, dann war ich nochmal 8 Jahre an den Münchner Kammerspielen. Aber dann hast du natürlich eine breite Vernetzung. Und es ist ja oft auch für Schauspielerinnen und Schauspieler so, die drehen und drehen gerne und wissen, sie erreichen ein Millionenpublikum. Dann fragt ein Theater für ein Engagement, dann sagen die, wir können nicht, ich drehe gerade. Umgekehrt ist es genauso, dann spielst du ein erfolgreiches Theaterstück, möglichst lange, dann kommt Film, Fernsehen, dann musst du sagen, ich kann nicht. Ich stehe auf der Bühne. Und dann ist doch die Gefahr auch groß als Freischaffender, dass man dann zum Beispiel den Kontakt zu Film und Fernsehen verliert. Nee, das war eigentlich bei mir nicht. Irgendwann wird das dann sehr viel weniger. Das hat aber mit meinem Alter zu tun und auch mit Dingen zu tun, dass ich wirklich nur noch Sachen mache, die mir Spaß machen. Ja. Also ich muss ja nichts müssen. Was ja sowieso in unserem Beruf das Schlimmste passieren kann, wenn du ein älterer Herr bist oder eine ältere Schauspielerin und
gezwungen bist, noch zu arbeiten. Ne? Also wir gehen davon aus, Charles Brauer ist nicht gezwungen, er Nein. möchte so gerne. Richtig. Richtig. Darf man... Seit dem 11. Lebensjahr bin ich halt in diesem Beruf, mehr oder weniger. Darf man eigentlich, ich habe gesagt, 70 Jahre Bühnenjubiläum, ja. darf man eigentlich Ihr Alter verraten? Das ist ja kein Geheimnis. Wollen Sie es machen? 88. Ja, das ist ja kein, man, ist ja kein Verdienst. Ich wollte gerade, wenn man dann Applaus fürs Alter. Aber es ist in der Tat so. Ich habe Glück gehabt und es offenbar, ja, vielleicht war die Mama ein bisschen schuld. Die hatte, ich habe sehr gute Gene offenbar, die ist 101 geworden. Mein Papa leider nicht, aber gut, wie auch immer. Ja, ich werde aber gefragt, gibt es ein Rezept? Ich sage, ich habe kein Rezept, ich weiß es nicht. Lieber Götz, das deutschsprachige Publikum, das kennst du von Tourneen, von unterschiedlichen Theatergastspielen, mal ein bisschen Fishing für Kompliments. Wie ist denn das Hamburger Publikum so im Vergleich? Also, das ist ein bisschen unfair, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist die erste klassische Komödie, die ich spiele. Ich habe vorher zwar auch Boulevardstücke gespielt und andere Sachen, aber die richtige klassische Komödie ist das allererste Mal und das macht wahnsinnig Spaß. Und das funktioniert großartig mit dem Hamburger Publikum. Ja. Deswegen kann ich das nicht so wirklich vergleichen mit anderen Häusern. Ich wollte nur darauf hinaus, der... Ja, ich kann dazu was sagen. Steife Norddeutsche. Ich kann dazu was sagen, denn ich, wie gesagt, ich war ja sehr lange hier in Hamburg an dem Schauspielhaus engagiert. Ich bin ja als Spring ins Feld hier, habe hier ja angefangen. Ne? Zusammen mit Uwe Friedrichsen übrigens, den Sie ja wahrscheinlich alle auch noch kennen. Genau. Das Hamburger Publikum ist erstmal spröde. Aber wenn Sie einen haben, wenn Sie einen mögen, dann sind Sie treu. Dann sind Sie wirklich treu. Das erlebe ich hier auch zum Beispiel ja, beim Hafen. Das Hamburger Publikum ist wirklich ein sehr gutes Publikum. Ja, ja. Siehst du. Das nehmen wir jetzt mal. Das haben wir aufgenommen jetzt, verstehst du? Das ist jetzt drauf auf dem Band. Das werden wir jetzt vervielfältigen. Man sagt ja nicht umsonst von der Stimmung her, die Hamburger sind die Brasilianer Norddeutschlands. Ne? Das kann man doch wirklich sagen. Du wirst das bestätigen, wirst ja, ja nachher wieder spielen. Es ist nur eine Phase, Hase. Ein Mann kommt in Schwierigkeiten, weil er einen goldenen Handschlag sozusagen zumindest kriegen soll als Angebot. Nach dem Motto, hau bloß ab hier raus aus der Firma, in dem Fall ein Verlag. Und darunter leidet der arme Kerl sehr. Und dann soll er auch noch seinen 50. Geburtstag feiern. Da ist eine Überraschungsparty bei ihm zu Hause. Und dann kommen noch Freunde, die ihm auch nicht das so unbedingt sagen, was er gern hören möchte. Und schon ist das Elend da. Wir haben ein paar Ausschnitte. Wollen wir uns die mal anschauen? Bitte schön. Es ist nur eine Phase, Hase. Alter, ich bitte dich. Das ist die Palliativstation der Arbeitswelt. Das an meinem 50. Geburtstag. Klingst du nicht eher schon wie 60, so wie du rumjammerst? Nicht sehr sexy, wenn ich das sagen darf. Das sagt die Richtige. Happy Birthday to you. Es ist nur eine Phase, Hase. Es ist nur eine Phase, Hase. War ja fast das ganze Stück. Ja, fast. Das müssen Sie ja gar nicht mehr kommen, kommen Sie trotzdem. Aber nur fast. Wir haben die schwächeren Pointen genommen, verstehst du? Die starken werden dann live bitte im Theater erlebt. Wenn ich zwei solche Schauspielgrößen hier zu Gast habe, dann wollen wir natürlich ein bisschen auch über die filmische Arbeit sprechen. Der Götz hat in der Tat international und deutschsprachig gearbeitet. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Film- und Fernsehproduktionen im Ausland, nehmen wir mal Hollywood, und Deutschland? Oder kochen eigentlich auch die Oscar-Preisträger, mit denen du gearbeitet hast, nur mit Wasser? Die kochen mit Wasser, aber der Topf ist größer. Und das heißt, die haben einfach mehr Geld. Ja? Und das merkt man auch am Drehen und an der Zeit, die man dafür hat. Wenn man in Frankreich dreht, kriegt man sogar noch ein wunderschönes Mittagessen mit Wein und allem drum und dran. Das wäre bei uns aus zwei Gründen nicht leistbar. Erstens finanziell und zweitens mal ist bei uns Alkohol am Set zu Recht nicht erlaubt.
Aber ja, so eine internationale Großproduktion, die haben einfach viel, viel mehr Kohle, um Dinge zu machen. So eine Rolle wie in diesem James-Bond-Film, wo man einen Bösewicht spielt, in dem Fall den Stamper, den du gegeben hast, ist das Segen oder Fluch? Was hat das mit deiner, du hast vorher schon Film gemacht, Fernsehen gemacht, Theater gespielt, was hat diese doch international sehr beachtete Rolle in einem international sehr beachteten Film mit dir und deiner Karriere gemacht? Ich habe einen Fuß in den internationalen Markt reinbekommen und das war das, was das gemacht hat. Und am Anfang dachte ich so, oh, immer die Bad Guys spielen, hatte ich irgendwie gar keine Lust und dachte mir, jetzt bist du in so einer Schublade und habe mich auch eine Zeit lang dagegen gewehrt. Mittlerweile bin ich eigentlich nicht froh, aber ich habe das total akzeptiert. Also ich finde, das ist ein Stigma, ganz klar. Bond-Bösewicht. Ich bin immer Bond-Bösewicht. Ich bin auch hier Bond-Bösewicht. Ja, aber es gibt viel dramatischere Stigmata als das. Gibt es da eigentlich Wiederholungshonorar? Ich frage für einen Freund. Also ja. Das ist sowieso vorbei. Ja? Das gibt es schon lange nicht mehr. Naja, ja. Die Amis haben trotzdem noch Residuals, also den Ausfall. Und auch teilweise auch Beteiligungen. Also die bei so großen Mega-Blockbustern muss man vorher ausmachen. Muss man vorher ausmachen. Ja. Wobei man natürlich sagen muss, ich glaube, das wird weiß er sicher besser. Die Situation ist für die freien Schauspieler nicht besser geworden in Deutschland. Nee, natürlich nicht. Also das Geld ist sehr viel knapper. Ich habe ja auch noch wunderbare Zeiten erlebt. Das hat sich sehr geändert. Das betrifft die Theater, das betrifft die Fernsehproduktionen. Es ist allgemein so, dass... Also nur als Beispiel, es sind gerade Tarifverhandlungen zwischen der Produzentenallianz und den Vertretern der Schauspieler. Und die Produzentenallianz bietet für den neuen Tarifvertrag an 10% weniger. Ja, ja. Also, das ist ja, und da soll man noch dankbar sein. Ja, also das ist das Angebot von denen. Das heißt, also wenn wir zwischen den Bauern und anderen Demonstranten noch ein Zeitfenster finden, muss man damit rechnen, dass Schauspielerinnen und Schauspieler auch mal auf die Straße gehen? Es gibt da, das glaube ich nicht, weil wir sind in der Regel alle Individualisten, mehr oder weniger, aber es gibt durchaus viele Gründe, wo wir auch mal auf einer anderen Seite auf unseren Beruf aufmerksam machen müssten. Und wenn man also sozusagen seine Stimme für KI zur Verfügung stellt, man muss da nicht mehr selber ins Synchronstudio, kriegt man denn wenigstens ein paar Cent, weil das sozusagen die Stimme von Götz Otto ist, wird da was abgerechnet? Das ist die einzige Chance, die man hat, dass man irgendwie individuell heraussticht. Also ich spreche auch viel und es gab tatsächlich schon solche Anfragen. Du brauchst gar nicht kommen. Wir haben ja von dir ganz viel Material, es geht um ein neues Ding, wir schnipseln das zusammen, du musst nicht kommen, kriegst eine Pauschale von XY, die natürlich viel niedriger ist als, deine normale Gage, weil du ja nicht kommen musst. Aber das ist... ist gefährlich, ne? Das für den Berufsstand. Das ist gefährlich. Also ich finde das wirklich ganz, ganz schwer und ich bin sehr gespannt, wie das mit KI in unserem Beruf weitergeht. Ja. Ja. Weil bis hin zur Personalisierung. Bilder können man auch... Also Bilder sind auch generierbar, das ist auch kein Problem. Das heißt, Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen wir bald gar nicht mehr auf der Bühne, weil die da mittels Trick... Ja, das ist zum Glück das Einzige, was bleicht. Das Tolle bei Theater ist, dass es ein authentischer Moment ist. Ja, also, und das ist, glaube ich, nicht generierbar über eine KI. Da sind wir, das ist das Einzige, wo wir noch ein bisschen... der ein digitaler Schutzraum ist. Theater ist ein digitaler Schutzraum. Das probiert, funktioniert muss, live. Und das andere muss geregelt werden. Das muss auf jeden Fall geregelt werden. Das muss geregelt werden. Sie betonen immer, dass sie mit Manfred Krug eine Freundschaft immer verbunden hat. Ja. Es gibt Leute, Kolleginnen und Kollegen, die durchaus auch haben durchblicken lassen, dass Manfred Krug durchaus ein schwieriger war. Kollege war, was auch immer das bedeutet. Das ist immer so ein Label, was man daran so klebt. Zwischen euch hat es wunderbar funktioniert. Götz George galt auch als schwierig. Es gibt noch eine andere Menge, aber das sind dann komischerweise immer sehr gute Leute. Und vielleicht sind sie deswegen so schwierig, weil sie in der Sache einfach genauer arbeiten wollen und dadurch auch vielleicht nicht so besonders, wie soll ich das sagen, praktisch so für die Umwelt sind. Und Manfred ist nun wirklich ein besonderer Fall, der ja eine Seele von Mensch war, aber ein Raubautz und ein großer Choleriker
Also er regte sich auch sehr schnell auf, wenn irgendwas nicht klappte oder die Produktion nicht so lief, wie er sich das vorstellte. Und da waren wir uns eigentlich immer sehr einig. Und ich hatte das große Glück, dass wir uns von Anfang an sehr gut verstanden haben, dass wir uns sehr einig waren über das, was wir da machen wollen, dass wir auch versuchen wollen, Einfluss zu nehmen auf die Bücher, die ja nicht immer so, also wann hat man schon ein Drehbuch, wo du sagst, Mann, das ist ja toll, hatten wir eigentlich nie. Wir haben was da. Klitzekleinen Ausschnitt. Nichts auf der Welt voll war so schön, Gefühl als sich zu Muschebudrin. Man steckte Veilchen ans Hemd, die Mädels waren so und fremd und ihre Röcke verklemmt. Ich sie die alte Muschebud zeitlich und ja, die vergesse ich nie. Es ist doch. Ist doch wunderbar. Also, dazu muss ich was sagen. Ja. Das ist ja, der Text des Liedes ist natürlich eigentlich ein ganz anderer. Wir haben aber diese Melodie genommen und diese Muschebu-Nummer. Also ich weiß bis heute nicht, was Manfred mit Muschebu meinte. Weil den Text hat Manfred geschrieben. Ja. Das haben wir uns dann ausgedacht und dann haben wir das für uns probiert. Auch als Duett natürlich. Und Ja, aber herrlich, ne? Oder? Wunderbar. Und die höchsten Einschaltquoten, die Tatort je hatte, die habt ihr im Rucksack. Das ist nun mal so. Ein paar waren gut, ja. Meine Damen und Herren, jetzt mit einem Song Anthony Bauer Junior. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Eine tolle Kombination, finde ich. Sehr herzlich willkommen, Johanna Christine Gehlen und Heidrun von Gössel. Da sind sie und haben lange gewartet. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist euer Applaus. Hallihallo. Bitteschön. So ist das. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer in die Runde geguckt und habe gedacht, Mensch, wenn ich die beiden Damen jetzt hole, mir fehlt ja ein Stuhl. Verstehst du? Ich habe denen gesagt, ich brauche nur 1, 2, 3, 4, 5 heute, weil ich wusste, die Schauspieler müssen zeitig los. Aber ich freue mich ja über jeden, der so lange wie möglich bleibt. Gibt es ein Mikro? Habt ihr da wenigstens eins? Ihr habt da eins. Siehst du wohl. Und ansonsten sind wir flexibel. Dir gebe ich es gleich wieder. Heidrun, beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Wir hatten dich eingeplant im November. Und dann warst du krank und jetzt bist du wieder gesund. Das geht gleich, dann verlass dich drauf. Danke. Jetzt kommst du gerade von einer Schiffsreise zurück. Ja, ich war ja nach meinem Job beim Fernsehen und beim Hörfunk, war ich ja noch Kreuzfahrtdirektorin auf der Deutschland. Und ich schreibe jetzt über Kreuzfahrten. Du schreibst über Kreuzfahrten? Ja. War das ein Roman oder eine Dokumentation? Nein, es werden Geschichten, die auf Kreuzfahrtschiffen passieren und im Vergleich auch Kreuzfahrten und so weiter. Also wie gesagt, was man so als Kreuzfahrtdirektorin erlebt. Und dann mache ich Lesungen auf Kreuzfahrtschiffen und mit meinem Partner zusammen auch Fernsehgeschichten. Der auch hier ist. Und da erzählst du Fernsehgeschichten. Peter. Und das erzählen wir auch gleich hier ein bisschen. Du hattest 1970, das muss man sich mal vorstellen, und ich bin sicher, sie hat den einen oder anderen Tatort von Ihnen, Charles Brauer, auch angesagt. Garantiert. Mit Sicherheit auf den Sonntag. Ne, gerade NDR. Ja. Wenn der NDR-Tatort kam, dann wart ihr ja dran vom NDR für die ARD. Ja. Du bist eigentlich angefangen als Mannequin. Ja, ich habe erst als Mannequin gearbeitet, nachdem ich eine Schauspielausbildung angefangen hatte, bei Frau Marx übrigens. Und die sagte dann aber eben, der Götz ist ja gerade eben gegangen, die sagte dann zu mir, also ich mache dir keine große Hoffnung,
mit deinen 1,80 Meter wirst du nie einen Partner finden. Und zu der Zeit war es auch wirklich so, dass die Schauspieler zum Teil, also die gingen mir so bis zur Schulter, nicht? Und dann habe ich gedacht, oder ich habe das Angebot bekommen, als Mannequin zu arbeiten, später dann als Fotomodell. Das nannte man damals immer noch so. Nicht? Also nicht nur Model, sondern Fotomodell und so. Du bist, Johanna, das darf man sagen, erblich vorbelastet, was den Schauspielerberuf angeht. Ich hatte mit dem Vater mal zu tun, Elmar Gehlen, den Sie als Regisseur und Schauspieler sicher kennen, auch aus dem Fernsehen, da hat er Küstenwache immer gespielt. Ne? Der hatte jahrelang keine Kamera mehr gemacht, weil er vor allen Dingen Opern inszeniert hat und dann... kam ein Freund damals zu ihm und sagte, du, wir machen da was. Und das konnte ja keiner ahnen, dass die Küstenwache eine Dauerschleife war. Das war ja, glaube ich, letztendlich war er 16 Jahre dabei. Unglaublich. Eine Lebensaufgabe sozusagen. Plötzlich. Wenn man erblich vorbelastet ist, was den Beruf angeht, also guckt der Papa, hat der denn am Anfang rüber geguckt? Wie macht denn meine Tochter das? Hat man besondere Chancen in der Branche oder hat man sogar mit Vorbehalten zu kämpfen, wenn man anfängt, weil der Vater ist schon bekannt? Also es ist mir tatsächlich passiert bei der Aufnahmeprüfung in Hamburg. Da war einer der leitenden Prüfer dort, fand das nicht richtig, wie ich die Eva aus dem Kleist spielte. Ich hatte mir nicht, man nennt das, den Varianten genommen. Das ist also ein Monolog, der so gefasst ist innerhalb dieser Gerichtsverhandlung in dem zerbrochenen Krug, dass die Eve eben einen Monolog hält. Sondern ich hatte mir das rausgestrichen aus der Originalfassung. Und das gefiel dem Prüfer nicht. Und der wusste, dass ich die Tochter vom Elmar bin und kannte ihn aus früheren Zeiten. Und der hat mir richtig eine Szene gemacht und hat vor allen anderen gesagt, ich würde Klassiker verschandeln, weil er davon ausging, dass mein Vater das mit mir erarbeitet hatte, was aber nicht der Fall war. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann Heinz Schubert noch gesprochen, der mich unbedingt auf die Schule haben wollte. Und der meinte, ach, die konservativen Kräfte an dieser Schule, mach dir keine Sorgen, die nächste Schule nimmt dich. Und so war es dann auch. Aber das ist mir tatsächlich passiert und mein Vater hat sich entschuldigt bei mir, weil er hat gesagt, oh Gott, ich glaube, das ist wegen früher. Also ein Wahnsinn. Du bist mit einem Schauspieler verheiratet, den wir auch alle kennen, Sebastian Betzel. Ja. Unter anderem, das ist natürlich jetzt so ein bisschen sein Label, die Eberhofer-Krimis. Die früher waren es die Tatorte mit der Eva Mattes. Ja, auch großartig. Ihr seid beide enorm erfolgreich. Das heißt doch auch, dass der eine dreht da, die andere spielt da, ihr habt Familie, ihr habt Kinder. Wie kriegt ihr das so zusammen? Naja, also man muss schon fairerweise sagen, dass das alles nur so in den letzten Jahren ging, weil ich in Hamburg Theater gespielt habe. Also, dass ich sozusagen, ich wollte immer weiterarbeiten. Also ich bin auch von meiner Mutter so erzogen worden, Lehrerin, die war sozusagen neben meinem Vater eben die Person, die also das regelmäßige Geld brachte, vor allen Dingen in den ersten Jahren, wo mein Vater noch nicht inszenierte. Nachher war das alles kein Problem, aber wir sprechen von den ersten Jahren so einer Beziehung. Da war ich schon auf der Welt und man muss schon sagen, wenn man nicht so eine Struktur schafft, dass der eine basisbildend ist, das ist besser. Das ist eindeutig besser, das ist für alle besser. Aber anders als bei Götz, wie er das gerade erzählt hat, ich habe ja meinen Mann sehr spät kennengelernt, also mit Ende 30 sind wir zusammengekommen und da ist man ja einfach auch schon eine Person. Und das ist auf der einen Seite unser ganz großes Glück, dass man dann ja einen Menschen sieht, der schon fast da ist, wo er hin wollte. Also knapp 40, das ist schon eine Marke, wo man schon ganz große Schritte der Entwicklung für sich gemacht hat und das ist ein großes Glück, weil man dann diesen Menschen sieht, wo man weiß, ja, das ist jetzt die Hausnummer, mit der man klarkommen muss und das hilft. Und das war auch klar, dass ich weiterarbeite, aber das geht nur auch mit solchen Stellschrauben. Nun war das bei mir auch wirklich so, dass diese intensive Zeit beim Uli Waller begann. Das ist auch, war eine glückliche Fügung, wollen wir so sagen. Und es war für mich eine Dauer-Doppelbelastung, ist es auch heute noch, weil ich gehe dann zur Vorstellung, dann wird nachts das Kind wach, ich mach die Kinder morgens fertig, um 6.30 Uhr stehe ich auf, habe aber trotzdem abends dann wieder eine Vorstellung. Also das die letzten 10 Jahre haben Kraft gekostet, aber es hat viel Spaß gemacht. Aber es hat dir nicht geschadet, wie wir sehen. Heidrun,
Du bist mit deinem Lebensgefährten hier, der da auch dankenswerterweise sitzt. Der hat auch eine Verbindung zum Norddeutschen Rundfunk. Ja, er war 42 Jahre beim NDR und war technischer Direktor und hat die ganze Technik gemacht. Und wir beide machen jetzt zusammen unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen Fernsehgeschichten, so mit Pleiten, Pech und Pannen und Einspielungen, die er natürlich alle bearbeitet hat. Und da gibt es sehr viel zu lachen und das sehen die Leute ganz gerne. Das glaube ich. Denn ich war ja fast 35 Jahre, nicht nur beim NDR, ich war immer freiberuflich. Ich kenne das harte Brot des Freiberuflichen, wenn man spätestens, wenn man drei oder zweimal sogar nur einen Termin absagt oder nicht kann, dann wird die Nächste genommen. Dann kommt die nicht? Kollegin, die Nächste, so bitte. Es, ja. Und dann ist man abhängig von dem Dienstleiter da, der da besetzt und so weiter. Ja, genau. Und es ist so, dass ich habe ja Hörfunk und Fernsehen gemacht. Das heißt, ich bin auch morgens um 4:30 aufgestanden. Ist noch jemand früher aufgestanden? Jetzt könnt ihr es mal loswerden. Ja. Und dann ist ja offensichtlich der Schritt zum Fernsehen wie gekommen? Ja, es war so, dass ich also als Model gearbeitet, Fotomodell gearbeitet habe und eben gefragt wurde, ob ich an dieser Ladywahl teilnehmen möchte. Und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Es ist ein Unterschied zwischen einer Misswahl und einer Ladywahl. Misswahl, Figur, Bikini und so. Wir waren in langen Abendkleidern. Und und damals, als ich dann Lady Universum wurde, das war in Italien, da wurde ich dann in die aktuelle Schaubude eingeladen. Und das hat mein damaliger Sendeleiter gesehen, Martin Swoboda, und der hat mich dann angerufen, ausgerechnet an meiner Geburtstagsfeier, und hat gesagt, möchten Sie nicht Fernsehansagerin werden? Und ich habe gedacht, da nimmt mich jemand auf den Arm, nicht? Naja, also jedenfalls, ich musste einen ökumenischen Gottesdienst ansagen. Die vier Zeilen, die es da gab, die hatte ich schon vorher auswendig. Und dann bin ich aufgestanden im Studio und habe gesagt, das ist ja schrecklich, das ist ja live. Ich glaube, das mache ich nie wieder. Und daraus sind 35 Jahre geworden. Habt ihr das Gefühl, dass durchaus Künstlerinnen und Künstler, in welchem Genre auch immer, dass denen da so ein bisschen die Lautstärke und die Lobby fehlt, um Dinge durchzusetzen? Ja, es ist einfach, jeder arbeitet für sich selbst, nicht? Also ich meine, wenn man fest angestellt ist, dann kommt man immer noch ganz gut über die Runden. Ich habe ja auch Theater gespielt und ich muss sagen, also eine Abendgage, okay, die war in Ordnung, aber wenn dann zum Beispiel irgendwas abgesagt werden musste oder so, dann hat man auch kein Geld bekommen, nicht? Also das ist schon ein Risiko. Einerseits, andererseits möchte ich als, also ich spreche jetzt mal für die Schauspielerinnen, möchte ich als Schauspielerin auch nicht unbedingt in einem Theater fest angestellt sein und jeden, ich sag jetzt mal, Mist spielen müssen. Also, dass du dir das so ein bisschen, also sozusagen, man hat es sich erarbeitet, die Johanna auch, dass man sich aussuchen kann, was man spielen will. Ist das richtig? Ja, dann ist man glücklich, ne? Ja, das ist bis zum gewissen Grad richtig, wenn man eben freiberuflich arbeitet und nicht in ein festes Engagement geht. Aber es hat eben auch seine Tücken, weil zum Beispiel eben so eine Zeit wie Corona oder es passiert ja auch, dass zum Beispiel ein Theater vollkommen umstrukturiert wird. Das heißt, die Leute, die da eben in der Dramaturgie, in der Intendanz sitzen, sitzen auf einmal nicht mehr da. Da gab es auch viele Kollegen, die hatten immer einen gesicherten Raum, freiberuflich, und der bröckelte aber weg. Und was dann? Dann kommen neue Leute, meistens ist das ja so, die wollen immer dann einen neuen Wind oder wollen ein ganz neues Theater gestalten. Wir machen das jetzt und mal bringen ganz neue anders. Kolleginnen und Kollegen genau. mit. Ja. Und dann werden halt Leute aussortiert. Aber ganz ehrlich, viele Dinge von denen, die wir heute ansprechen, gibt es heute mittlerweile auch in anderen Berufen. Weil es gibt ganz, ganz viele Felder ja heutzutage, die überhaupt gar nicht von einem gesicherten Raum sprechen können. Ja? Die haben auch nur Zeitverträge. Ja? Dafür muss man heutzutage nicht nur Schauspieler sein oder Schauspielerin. Siehst du wohl. Also, die sind natürlich nicht vergessen, die von denen du sprichst. Als Musiker hat man es echt hart. Man muss echt am Ball bleiben. Die Rückschläge, die man hat, sind extrem. Manchmal gehen echt an die Psyche. Und du bist einer, das will ich mal, deswegen
mag ich dich auch so sehr und mögen wir uns auch. Du gehst auch mit Rückschlägen sehr offen um. Ja. Also du kehrst das nicht unter den Teppich und sagst, ich bin hier die große Nummer, sondern du sagst auch manchmal öffentlich, ja, weil es sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten in der Branche gibt. Sie können sich ja die Herrschaften auch bestätigen. Ich verschweige das halt nicht. Also das muss raus. Die Leute sollen wirklich auch wissen, was dahinter steckt, wenn so ein Künstler so ein Theater spielt, auf der Bühne steht oder ein Sänger hier ein Konzert macht. Die Leute sollen ein bisschen wissen, was auch dahinter steckt. Weil leider Gottes in der neuen Zeit ist es so, dass man nur noch am Handy hängt und YouTube guckt und TikTok und das und das. Und die Kunst, für das wir leben, für das wir alles geben, wird unter den Teppich gekehrt. Ne? Die Leute, ach, was machen wir heute Abend? Gehen wir in die Pizzeria oder gehen wir ins Theater? Das ist irgendwie verletzend, weil ich habe gern Publikum, wo die Musik mag. Lieber habe ich weniger Leute da sitzen, an wie jemand, wo das aber nicht zu schätzen weiß. Mit dem Herzen und mit den Ohren, genau, dabei. Anthony Bauer Jr., Love is in the air. Oh yeah. Du eine Tonblende und die kommt auch. Ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken bei zwei Männern, die das technisch hier auf den Punkt gebracht heute haben. Udo Klussmann vom Blockbräu und Christoph Meyer-Jansson. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei unseren Gästen, bei Charles Brauer und Götz Otto, die jetzt schon auf dem Weg wieder ins Theater sind. Vielen herzlichen Dank. Ja, schön. Johanna Christine Gehlen. Danke. Heidrun von Gössel. Dankeschön. Toll. Danke. Und natürlich die beiden Herren Anthony Bauer Junior. Vielen lieben Dank. Mit seinem Junior, der einen Künstlernamen hat, der nennt sich Jason B. Gentle. Jason B. Gentle, meine Damen und Herren. Ein Name, den man sich merken muss. Danke ans Blockbräu. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.